Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Ich habe Hammer-Informationen. Es geht um World's Edge Season 3 Version bei Nacht. Ein Riesenhaken. Es wird wahrscheinlich nur für die, nicht nur wahrscheinlich zu 100%, nur für PC-Spieler spielbar sein. Es wird wohl ein Mod sein. Nichts Offizielles von Respawn oder EA sollte klar sein. Ihr kennt das vielleicht bei GTA zum Beispiel, als PC-Spieler kannst du Mods integrieren. Die verändern das Spiel so ein bisschen grundlegend optisch, was da noch alles so technisch machbar ist. Ich habe keine Ahnung, kenne ich mich null aus technisch, ich bin Konsolenspieler. Ihr erinnert euch vielleicht, ich zeige euch gleich, wer dahinter steckt, und ich zeige euch auch Gameplay von World's Edge Season 3 bei Nacht. Ist nur ganz kurz, soll aber das Projekt so ein bisschen anteasern. Ihr erinnert euch vielleicht an diesen Clip. Ich habe vor kurzem über das Town Takeover Event von Rampart gesprochen. Und der Dataminer Karl Rindo, der da dahinter steckt, der hier Zugriff auf die Quellcodes oder auf die gesamte Map hat, hat hier diese Schilder für das Town Takeover Event integriert und hat halt da irgendwie Zugriff. Und ich habe mich da in diesem Video schon gewundert, wie ist es ihm möglich, das alles zu machen. Der steckt dahinter mit einigen anderen. Folgender Post. Sie arbeiten an privaten Servern, die es uns möglich macht, mit Freunden oder eben mit Fremden, so wie wir das in Apex Legends eben standardmäßig kennen, zu zocken und die Season 3 Version von World's Edge bei Nacht zu zocken. Das finde ich eine richtig, richtig geile Sache. Ist wie gesagt ein Mod. Ob da EA oder Respawn halt in der Lage ist, da einen Riegel davor zu schieben, dass das vielleicht verboten wird, kenne ich mich nicht aus, wie das rechtlich so ist mit den Mods. Ich zeige euch jetzt mal das Gameplay und ihr müsst im Hintergrund, achtet gleich drauf, da fährt sogar noch der Zug da hinten, fährt er gerade um die Ecke. Das ist die Season 3 World's Edge Version. Ich glaube, bei Capital City am Bahnhof dürfte das, glaube ich, sein, auf den Gleisen. Man sieht, dass es ein Mod ist, es ist halt bei Nacht und er schießt hier mit einer Wingman einfach mal ein Dummy auf dem Boot und hatte da eben mal über 150 Schuss in seiner Wingman. Jetzt ballert er hier so ein bisschen rum und man hört auch die Sounds. Das ist alles irgendwie sehr, sehr original, plus auf die eigene Art und Weise gepimpt. Wie genau das eben funktioniert, bin ich technisch eine absolute Null. Und wie gesagt, hier steht auch am Ende des Posts more infos coming soon. Ich werde euch auf jeden Fall, was das Projekt betrifft, auf dem Laufenden halten, und es ist für mich auf jeden Fall mal ein Grund, meinen Controller irgendwie mit meinem PC zu verbinden. Wenn das dann draußen ist, werde ich diese Version versuchen zu testen, und ich bin allgemein auch am Überlegen, vielleicht mal auf dem PC mich an Apex Legends mit Controller ranzutrauen. Ich bin mal gespannt. Lasst mich in den Kommentaren mal wissen, was haltet ihr von Mods auf dem PC, und könnte das für euch als Konsolenspieler vielleicht sogar ein Grund sein, einfach mal zu sagen, okay, ich lege mir jetzt einen PC zu oder ich habe einen PC und teste es jetzt einfach mal auf dem PC, obwohl ich eigentlich lieber auf Konsole zocken. Ich bin auf jeden Fall auf eure Kommentare gespannt, was ihr davon haltet. Ich würde mich über jeden Daumen nach oben freuen, aber wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends dann sonst nichts verpassen wollt. Und wie gesagt, was das Projekt betrifft, halte ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Das war's von mir, haut rein, ciao.